Rein ins Antarktis-Video, meine lieben Freunde. Wir werden jetzt hier an der Stelle mies recherchieren, wie der Bruder Keanu sagen würde. Was sich wirklich hinter der Mauer aus Eis befände. Ein Eingang in die Erde. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Seid ihr ready für die Antarktis-Vibes, meine lieben Freunde? Alter, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Let me know. Haut mal eins in den Chat rein. Was ist hier los? Wärt ihr eigentlich dafür, dass ich den Chat einblende, auch für die Videos, die dann danach auf dem Kanal kommen, so, dass man den Chat hier sieht irgendwo? Wir gehen rein ins Antarktis-Video, meine lieben Freunde. Wir werden jetzt hier an der Stelle mies recherchieren, wie der Bruder Keanu sagen würde. Und ja, gibt dazu nicht mehr viel zu sagen, außer enjoy. Antarktis, man. Hallo meine Lieben, in der Antarktis gibt es eine riesige Mauer aus Eis, Meter hoch, Kilometer dick. Die berühmte Mauer. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich nie so krass mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Erst PA hat mich auf diese Antarktis-Filme gebracht und diese ganzen Pyramiden-Sachen. Und ja, seitdem guckt man sich natürlich immer mal wieder irgendwas an. International habe ich mal einen Talk bei Joe Rogan gesehen, wo einer über die Pyramiden redet und so. Es ist ein sehr interessantes Thema. Deswegen habe ich gedacht, reagieren wir mal auf das Video 12 Minuten 37 auf entspannt. Undurchdringbar, führend zu einer geheimen Welt. Doch eine Expedition soll es geschafft haben, sie zu durchdringen, auf die andere Seite zu kommen. Nun veröffentlichte Fotos sollen davon zeugen. Und sie zeigen wirklich Seltsames. Was die frühen Forscher entdeckt haben wollen, was sich wirklich hinter der Mauer aus Eis befände, die beeindruckt. Ein Eingang in die Erde. Und da leben Außerirdische, Bro. Davon habe ich mal gehört irgendwann. Hat mal irgendeiner gesagt, so in der Runde mit Jungs am Joint smoken, ist einer voll abgegangen, hat gesagt, Bro, da ist ein Eingang zu der Erde und da drin leben Leute und so. Crazy, Mann. Ich find's krass, wie Leute teilweise echt so heftig überzeugt davon sind, als ob die selber da waren. Und Fotos und vieles mehr erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Mystery Doku Science. Hab ich noch nie gehört von dem Kanal. Ist mir neu auf den Schirm gekommen. Die Antarktis, der unwirklichste... Wer weiß, der weiß. So. ...Ort unseres Planeten verbirgt auch heute noch den größten Teil seiner Landfläche, verdeckt vom dicken, ewigen Eis. Was sich einst darunter befunden hat, wir werden es erst wissen, wenn es schmilzt. Nicht wenige glauben, dass, wenn das gefrorene Wasser wieder flüssig wird, sich vom Kontinent löst und in das polare Meer übergeht, wir Dinge finden werden, die von einer alten Zivilisation zeugen, jene, die einst den antarktischen Kontinent bewohnt haben. Immer wieder dringen... Das sagen viele aber, ne? Dass es da mal eine Zivilisation gab, bevor diese Eisschicht dann drüber gewachsen ist quasi. Seltsame Berichte ans Tageslicht. Funde, die es auf dem eisigen Kontinent nicht geben dürfte. Entdeckt von Polarforschern oder Militärpersonal. Menschen, die sich durch die Unwirklichkeit der eisigen Wüste gekämpft haben. Seit Jahrzehnten ist vor allem die Operation High Jump in aller Munde. Admiral Byrd, der mit seiner Flotte Erstaunliches entdeckt haben soll, festgehalten in seinem Tagebuch. Flora und Fauna, mitten im ewigen Eis. Fliegende Objekte, die in kürzester Zeit Europa, Amerika und all die anderen Kontinente erreichen könnten. Etliche dieser Mythen und Legenden ranken sich um die frühe Erforschung der Antarktis. So wird auch immer wieder die Existenz einer riesigen Mauer aus Eis diskutiert, undurchdringbar und geheim gehalten. Was sich hinter ihr befindet, das würden nur die wenigsten Menschen wissen. Etwas, das uns nun aber... Was denkt ihr, was dahinter ist, Freunde? Haut mal Theorien in den Chat. Finde auch die flache Erde-Theorie interessant. Das ewige Eis soll alles umschließen. Find's interessant, ja? Antarktis und Sahara, richtig interessant, was sich unter Kilometern von Sand und Eis verbirgt. Die Rothschilds, sagt einer. Sind hinter der Wand, sagst du? Alte Aufnahmen zeigen sollen. Mysteriöse Fotos, die weitaus älter sind als die Berichte um die Operation High Jump.
Admiral Byrds Mission in den 1946er Jahren. Landfläche und Rohstoffe. Kianosch ist live. Oh shit, man. Genau in dem Moment, wo wir uns das gerade reinziehen. Mehr Landschaft. Aliens. Hey. Hi. War bei weitem nicht die erste. 36 Jahre früher machte man sich schon einmal auf. Auch sie wollten dem eisigen Kontinent seine Geheimnisse entlocken. Und auch bei dieser ersten Mission ins weiße Nichts soll viel mehr vorgefunden sein worden. Von diesem Bird habe ich auch schon gehört. Als eben diese unwirkliche Leere. Davon zeugen sollen nun aufgetauchte Fotos aus den Archiven der ersten Erkunder der Antarktis. Sie gleichen sich nicht nur ungemein mit... Was ist das, eine Pinguinstatue oder was? ...in Berichten Byrds, sondern zeigen noch viel Erstaunen. Die Pyramide ist ja immer noch da, oder? Oder soll das eine andere sein? Tscheres. Kann man nicht auf Google Earth gucken, was hinter dieser Mauer ist? Das hat doch Keanu drüben schon gemacht, oder nicht? An der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen Google Earth angeschmissen und geguckt, so. So eine geheime Basis mit wilden Experimenten, eventuell auch Menschen, die etwas mit Außerirdischen machen. Oh shit, man. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass in den ganzen anderen Milchstraßen und Universen, die es noch gibt, kein Leben gibt, Bro. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Allein aus mathematisch-statistischen Gründen an der Stelle. Wenn man das Weltgeschehen der letzten 200 Jahre betrachtet, geht es um Rohstoffe, die die Antarktis verbirgt. Die wurde ja auch nach den Kriegen dann irgendwie aufgeteilt zwischen den Ländern so, damit die da ihre Forschung betreiben können. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es da einiges an Rohstoffen gibt, ja. Was hast du Bizepsumfang, Bro? Ungefähr so wie die Erde, Bruder Herz. Ich kenne die genaue Zahl nicht, aber... So in dem Dreh. Was haben diese ersten Erforscher der Antarktis entdeckt, das alles, was wir über sie wissen zu meinen, ändern könnte? Von wem stammen diese alten Aufnahmen? Haben sie weitaus mehr entdeckt als nur Schnee und Eis? Anzeichen einer uralten Zivilisation? Vor mehr als 100 Jahren war Antarktika, die Landmasse unter dem Eis, weitaus unerforschter, als sie es heute ist. Der letzte weiße Fleck auf der Landkarte. Anfang des 20. Jahrhunderts wollte man dieser Leere eine Form geben. Zwei Forscher sollten sich unabhängig voneinander aufmachen, die Antarktis zu erforschen. Zum einen der Norweger Roald Amundsen, heute bekannt als der erste Mensch, der den Südpol betrat. Zum anderen der Brite Robert Falcon Scott. Der tragische Entdecker, aus dessen Archiven auch die nun aufgetauchten Bilder stammen sollen. Am 15. Juni 1910 startete er mit dem Walfänger Terra Nova. Neues Land wollte er mit seinem Schiff entdecken. Die jubelnde Menge verabschiedete ihn aus dem Hafen von Cardiff. Mit Scott an Bord waren 65 Männer, darunter 12 Wissenschaftler, die die Antarktis erforschen sollten. Sie würden dort weit über 2000 Tierarten und Fischexemplare vorfinden. 400 davon bis zu diesem Zeitpunkt. Die hätten lieber Kolle und Keanu schicken sollen, Bruder. Punkt völlig unbekannt. Doch im Grunde ging es nicht um das Entdecken neuer Spezies. Es war ein eisiger Wettlauf gegen die Zeit. Ein Kampf um den ersten Platz. Wer würde den Südpol wohl als erst... Ähnlich wie beim Mond, was? ...erreichen. Er, der britische Marineoffizier oder sein Widersacher Amundsen. Der Samurai hat gerade geschrieben, ich finde es eh eine Riesensauerei, was uns alles vorenthalten wird. Die Mächtigen behalten Wissen für sich, um uns klein zu halten. That's the game, bro. Das Wettrennen um die Antarktis verlor Scott schließlich. Ganz 4 Wochen vor ihm sollte Amundsen als erster Mensch den Südpol betreten. Doch damit nicht genug. Nur wenige von den 65 Männern sollten es lebend zurückschaffen. Scott selbst kam auf dem Rückweg im antarktischen Packeis ums Leben. Oh shit. Nur ein kleiner Teil schaffte es zurück in den englischen Hafen. Doch bei der Bergung der erfrorenen und verhungerten Männer entdeckte man einen wahren Schatz. Meteorologische Aufzeichnungen, Naturskizzen, Fotografien und 16 Kilogramm Fossilien. Selbst als die Lage im ewigen Eis immer hoffnungsloser wurde, jeder noch so kleine Ballast ihre Fahrt erschwerte, weigerte sich Scott, die einzigartigen Funde über Bord zu werfen.
Unter ihnen sollen auch jene Fotografien gewesen sein, nach mehr als 100 Jahren nun ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Und sie zeigen wahrlich eine ganz andere Antarktis, wie wir sie kennen. Jener Bereich, der hinter der sogenannten Großen Mauer liegen soll. Und die Fotos sind jetzt an den Start gekommen, oder was? Seit nun Tagen schon gehen diese Bilder hier durch die sozialen Netzwerke, millionenfach angeklickt. Sie sollen aus der Sammlung von Robert Scott stammen, aufgenommen auf seiner letzten... Das ist halt immer das Problem, so sollen, hätte, könnte, müsste, weißt du? Man war halt nicht da. Das ist auch der Grund, warum ich mich nicht so krass in diese Themen rein vertiefen kann, weil das zu wenig so wirklich, wie sagt man dazu? Standhafte Beweise? Nee. Schlagfestige, ach, keine Ahnung. Mission zur Antarktis. Ruinen, die von einst prachtvollen Bauten zeugen sollen. Meterhohe Säulen, die an die Architektur der alten Römer und antiken Griechen erinnern. Stichfest, Mann. Aber auch Hand und Fuß, korrekt, Jungs. Danke für die grammatische Hilfe an der Stelle. War noch nie so meine Stärke. Grammatik. Die sich über die eisige Landschaft erstrecken. Dann wieder Gebäude, die dem Mittelalter entliehen zu sein scheinen, wie eine Reise durch die verschiedenen Epochen der Menschheit. Auch die Statuen von den Bewohnern des eisigen Kontinents wollen uns diese einzigartigen Aufnahmen zeigen. Nicht nur die Tierwelt, sondern auch die in Stein gemeißelte alte Zivilisation. Krass. Aufnahmen, die so unwirklich sind, dass sie einer KI entstammen müssten, durch eine künstliche Intelligenz produziert, mit Hilfe einiger Stichworte digital erstellt, vor wenigen Wochen und nicht durch die Linse einer 100 Jahre alten Kamera. So lauten aber nur ungefähr die Hälfte aller Stimmen, die diese faszinierenden Bilder betrachtet haben. Diejenigen, die sie für echt halten, will es eines beweisen. Die geheim gehaltene Welt jenseits der Mauer aus Eis. Was sagen die, die widersprechen? Könnten die Aufnahmen tatsächlich echt sein? Zeigen sie das, was für uns immer im Verborgenen bleiben sollte? Eine Grenze, die die Antarktis sieht, zu einer Welt, die noch unwirklicher ist als die, die wir auf den neuesten Bildern sehen? Man weiß es nicht. Es sind bei weitem nicht nur... Oh shit, man. Da sind wir doch, Digga. Anhänger der flachen und hohlen Erde, die diese Fotos als Beweis anführen. Für den Beleg, dass eine riesige Wand am Ende der... Bruder, stell dir mal vor, Welt existiere. In der Antarktis. Einfach eine Frisbee, yo. 45 Meter hoch und undurchdringlich. Mehrere hundert Meter dick. Sie stützen sich dabei auf die Aussagen des Polarforschers Sir James Clark Ross, ebenfalls ein britischer Marineoffizier. Dieser die Briten wieder, wa? Habe die gigantische Eiswand auf seiner Antarktis-Expedition beobachten können. Hol Keanu mit rein. Komm, Bruder, ich bin da, Alter. Zu dem Zeitpunkt, als er sich aufmachte, die Position des magnetischen Südpols zu bestimmen. Es war ein Hindernis von solchem Charakter, dass es keinen Zweifel an unserem zukünftigen Vorgehen ließ. Wir könnten genauso gut durch die Klippen von Dover segeln, als eine solche Masse zu durchdringen. Es wäre unmöglich, sich eine so solide aussehende Eismasse vorzustellen. Nicht die kleinste Erscheinung eines Risses oder Bruchs konnten wir in der gesamten Ausdehnung entdecken. Der intensiv leuchtende helle Himmel dahinter deutete nur zu deutlich die große Entfernung an, die nach Süden reichte. Ross und seine Expeditionsflotte segelten mehrere Monate lang um die Eiswand herum, in der Hoffnung, doch einen Weg hinter sie zu entdecken. Vergeblich. Der Forscher, nach dem auch die antarktische Ross-Insel benannt ist, gab aber nicht auf. Die nächsten Jahre seines Lebens sollte er damit verbringen, die Südküste zu umrunden, auf der Suche nach einer Passage, die ihn ins Innere führen würde, durch die 100 Meter dicken Eisschichten. Was würde ihn wohl dort erwarten? Ross sollte es schließlich nie gelingen. Diese Eiswand gibt es tatsächlich. Heute wird sie als natürliche Formation beschrieben.
eine dicke Masse schwimmenden Eises, an Land befestigt und von Gletscherzungen gebildet, aus der Tiefe der unerforschten Tundra nach oben ragend. Doch soll dieser Eiswall keine einzige vollständige Mauer sein. Zwar gäbe es kilometerlange Abschnitte, doch hin und wieder werden sie durch ihr Eigengewicht unterbrochen. Riesige Risse entstünden, hunderte Meter breit. Doch durchquerbar wäre sie... Digga, ist halt krass, weil wir da so als Normalos nicht hin dürfen, beziehungsweise ich glaube auch normale Forscher und so dürfen da ja gar nicht hin, ne? Das dürfen ja nur, das ist ja aufgeteilt in verschiedenen Bereichen, wo verschiedene Länder dann hin dürfen und die haben da ja auch Militärbasen etc. pp. Und die haben das bestimmt schon gut auseinandergenommen und studiert die ganze Nummer. Damit noch lange nicht, weder damals noch... Ich bin gespannt, ob in meinem Leben oder in unserem Leben noch irgendwie mehr Informationen ans Tageslicht kommen, was das Thema angeht. Heute, so nimmt man an, dass sich die Temperatur... Touristen dürfen sogar hin. Nein. In bestimmte Bereiche ja, aber in bestimmte Bereiche nicht. Und dort dem absoluten Nullpunkt nähern. Die Erkundung dieser eisigen Umgebung sei für Menschen als auch Maschinen unmöglich. Doch was zeigen uns dann die Bilder, die von nähern? Erbar wäre sie damit noch lange nicht. Weder damals noch heute. So nimmt man an, dass sich die Temperaturen dort dem absoluten Nullpunkt nähern. Die Erkundung dieser eisigen Umgebung sei für Menschen als auch Maschinen unmöglich. Doch was zeigen uns dann die Bilder von eben jenem Ort? Najib, danke für die Bits, mein Bester, ich küsse dein Herz. Thank you for the support, bruh. Jenseits der Mauer stammen sollen, ist es Gott irgendwie gelungen, mit seiner Mannschaft einen Weg hineinzufinden, einen Blick hinter den Eiswall zu werfen, zeugen die Aufnahmen davon. Man kommt nicht drum herum, eine gewisse Ähnlichkeit zum Tagebuch des Admiral Byrd festzustellen. Dort beschreibt er schließlich die Entdeckung von Gebirgszügen, kleinen Tälern und Byrd hat auch gesagt, dass der diese Flugobjekte da gesehen hat, ne? Einem Fluss, statt Eis und Schnee ganze Flechten, die mit Bäumen, Moosen und Flechten bedeckt sind. Bedingungen, die es einer Zivilisation ermöglicht hätten, sesshaft zu werden. Menschen, die diese Bauten und Skulpturen errichtet haben könnten. Und selbst wenn diese Fotos hier nur von einer künstlichen Intelligenz stammen sollten, so geben sie uns doch einen kleinen Einblick, was sich hinter dieser Mauer aus Eis befinden könnte. Unter den meterdicken Schichten des gefrorenen Wassers. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es eventuell früher so war, dass es noch nicht diese heftigen Eisschichten da gab und es einfach ein ganz normaler Teil, ein ganz normaler Kontinent gewesen ist, ein ganz normaler Teil der Erde, wo auch Menschen gelebt haben. Dem steinigen Kontinent namens Antarktika. Was haltet ihr von den neuesten Bildern aus der Antarktis? Stammen sie überhaupt von dort? Oder entstanden sie nur aus Einsen und Nullen? Gibt es diesen geheimen Ort tatsächlich irgendwo auf oder unter dem antarktischen Kontinent? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video. Nice, Alter. Cooles Video aber auf jeden Fall. Was sagt ihr dazu, Freunde, zu seiner Frage? Glaubt ihr, die Fotos sind echt?